Willkommen zu diesem neuen Lernvideo. Heute geht es um den Kurvenverlauf bei konduktometrischen Tetrationen. Kurvenverlauf ist fast das falsche Wort, weil wenn Sie sich mal diesen Verlauf hier anschauen, kann man nicht wirklich von einer Kurve sprechen. Im Gegenteil, das Kennzeichen solcher Verläufe in der Konduktometrie sind eben Knicke. Und wie diese Verläufe zustande kommen bei konduktometrischen Tetrationen, damit beschäftigt sich dieses Lernvideo. Das Lernvideo richtet sich vor allem an Laborpersonal, zum Beispiel Chemielaborantinnen oder Chemielaboranten oder auch chemisch-technische Assistenten. Deswegen setze ich natürlich auch ein bisschen Vorwissen voraus. Und zwar sollten Sie sich auskennen beim chemischen Rechnen. Sie müssen zum Beispiel während des Lernvideos auch Titrationen auswerten. Dann sollten Ihnen die Begriffe schwache Säuren und Basen was sagen. Und besonders wichtig eben ist der Begriff Leitfähigkeit, also Ionenleitfähigkeit, Grenzleitfähigkeit bei unendlicher Verdünnung, molare Leitfähigkeit. Mit diesen Begriffen sollten Sie was anfangen können. Auch die hohe Leitfähigkeit von H3O+ und OH-, der sogenannte Grotthuss-Mechanismus, sollte Ihnen bekannt sein. Zu diesen Inhalten gibt es allerdings auch Lernvideos bei YouTube, auch wieder von laborberufe.de. Weiterhin ist das ganze Lernvideo unterrichtsähnlich gemacht, das heißt, halten Sie Stift und Papier bereit und einen Taschenrechner und Sie sollten auf jeden Fall auch ein Arbeitsblatt ausdrucken, weil dieses Lernvideo arbeitet mit Ihnen gemeinsam dieses Arbeitsblatt durch. Und zwar ist das Arbeitsblatt zu finden bei www.laborberufe.de im Ordner C3CL, also Chemielaboranten, drittes Lehrjahr, und der Titel ist Leitfähigkeitstitration. Konduktometrische Tetration. Es lohnt sich auf jeden Fall, dass Sie das Arbeitsblatt vorher ausdrucken, weil wir eben, wie gesagt, das gemeinsam auch dann füllen werden. Lesen Sie sich doch gerade mal zu Beginn den Abschnitt 1 durch bis zur Aufgabe 1. Sie sollen also den Konzentrationsverlauf aller Ionen während der Tetration aufzeichnen. Und zwar ist es die Titration von Salzsäure, und zwar 50 Milliliter, 0,5 molarer Salzsäure, die eben titriert werden mit 5 molarer Natronlauge. So, welche vier Ionen das sind? Ich glaube, da kommen Sie relativ leicht drauf. Schreiben Sie also gerade die Ionen, die da irgendwie relevant sind, hier auf. Und Sie können auch gleich hier die Gesamtreaktionsgleichung rechts aufschreiben, dieser Reaktion von Salzsäure mit Natronlauge. Und Sie können sich ja auch schon mal überlegen, bei wie viel Milliliter Natronlauge wohl der Äquivalenzpunkt liegt, wenn man 50 Milliliter 0,5 molarer HCl einsetzt und eben mit 5 molarer Natronlauge titriert. Gerade bitte also sich das überlegen und hier entsprechend ergänzen, die Reaktionsgleichung und so weiter. Die Ionen, die relevant sind, sind einmal die Oxonium-Ionen, die ja in der Salzsäure drin sind, genauso wie die Chlorid-Ionen, die befinden sich ja zu Beginn in der Vorlage. Und hinzu kommt ja die Natronlauge, die aus Na+ und OH-Ionen besteht. Die Reaktionsgleichung kann man eben so aufschreiben, HCl plus NaOH wird zu H2O und NaCl. Man sieht also dieses 1:1-Verhältnis. Und der Äquivalenzpunkt, den kann man sich ganz leicht überlegen, wann der erreicht ist, weil wir titrieren hier 50 Milliliter 0,5 molare Salzsäure. Und zwar titrieren wir die mit einer Natronlauge, die 10-mal konzentrierter ist, also mit 5 molarer Natronlauge. Und entsprechend ist dann der Äquivalenzpunkt auch bei einem Zehntelvolumen vom Vorlagevolumen erreicht. Also wenn wir 50 Milliliter vorgelegt haben, dann wird der Äquivalenzpunkt bei 5 Milliliter Natronlauge auftreten. Gerade an diesem Punkt ist genauso viel NaOH zugegeben worden, wie anfänglich HCl vorhanden war. Also die Reaktion ist an dieser Stelle gerade zu 100% abgelaufen, zu H2O und NaCl. Sie sollen jetzt bei dieser Aufgabe ja die Konzentrationsverläufe für die einzelnen Ionensorten angeben. Fangen wir vielleicht mit einem Ion an, das wir gemeinsam machen, und dann ergänzen Sie den Rest. Wir gehen ja davon aus, wir haben Salzsäure zu Beginn, 50 Milliliter drin, und zwar ist es eine 0,5 molare Salzsäure. Da drin sind ja Chloridionen und H3O-Plus-Ionen.
So, die Chloridionen, mit denen passiert ja nichts während der Reaktion. Die bleiben ja bestehen. Die schauen sozusagen nur zu, während die Oxonionen und die Hydroxidionen miteinander reagieren. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die Chloridionen während der ganzen Titration von der Konzentration her konstant sind. Wir können nämlich die Volumenzunahme der Vorlage während der Titration vernachlässigen. Also wir gehen immer davon aus, es ist ständig 50 Milliliter Vorlage vorhanden. Und dann kann man also sich überlegen, dass zu Beginn natürlich 0,5 Mol pro Liter Chloridionen drin sind. Und diese Chloridionenkonzentration, die bleibt während der gesamten Titration einfach konstant. Mit denen passiert nichts. Können wir also hier den Verlauf entsprechend einzeichnen. Ihre Aufgabe ist es jetzt, genau das Gleiche, was wir für die Chloridionen hergeleitet haben, für die anderen Ionensorten herzuleiten, für H3O+, Na+ und OH-, wie sich eben der Verlauf ändert während der Titration. Das können Sie sich selber alleine überlegen, wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja zu Beginn eine reine Salzsäurelösung. Da ist 0,5 Mol pro Liter Salzsäure drin. Können Sie sich also schon mal überlegen, wie die H3O+-Konzentration ist und wie die sich im Verlauf der Reaktion eben ändert bis zum Umschlagpunkt und wie es danach weitergeht mit der H3O+-Konzentration. Gleiches machen Sie für die Natriumionen. Zu Beginn starten wir ja mit einer reinen Salzsäurelösung und wir geben ja dann tropfenweise Natronlauge dazu. Überlegen Sie sich, wie eben die Natriumionenkonzentration sich verändert während der Reaktion. Und auch die Hydroxidionenkonzentration, die ist ja zu Beginn auch praktisch null. Und wir geben ja jetzt hier Natronlauge dazu und überlegen Sie sich, wie sich das verändert. Sie können eben immer davon ausgehen, dass das Volumen immer konstant 50 Milliliter ist. Also die Volumenzunahme, die wird vernachlässigt. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause und zeichnen Sie die fehlenden drei Verläufe selber ein. Für die H3O+-Ionen können wir uns ja überlegen, dass zu Beginn die Konzentration an H3O+ genauso groß ist wie die an Chloridionen, nämlich 0,5 Mol pro Liter. Und mit jedem OH-, was ich dazugebe, wird ein H3O+ vernichtet zu H2O. Das heißt, die H3O+-Konzentration, die nimmt immer weiter ab und sie erreicht den Wert 0 gerade beim Äquivalenzpunkt. Wir können also hier den Verlauf für H3O+ eben entsprechend so einzeichnen. Und nach dem Äquivalenzpunkt bleibt die H3O+-Konzentration natürlich praktisch 0. Da geben wir ja noch weiter Natronlauge dazu, aber ab diesem Zeitpunkt ist das quasi auf 0. Und entsprechend sieht der Verlauf an H3O+-Ionen ebenso aus insgesamt. Für Natrium kann man sich das auch relativ leicht überlegen, wenn man sich ausrechnet, welche Stoffmenge Natrium ich bei 5 Milliliter Maßlösung zugegeben habe. Als Beispiel habe ich jetzt gerade den Äquivalenzpunkt gewählt, 5 Milliliter. So, und die Stoffmenge ist ja C mal V, also 5 Mol pro Liter mal 0,005 Liter bei diesem Äquivalenzpunkt, also 5 Milliliter. Also bis zu diesem Punkt hat man 0,025 Mol Natrium zur Vorlage gegeben. Und diese Stoffmenge an Natrium, die liegt ja vor in 50 Milliliter Vorlage. Wir nehmen ja an, dass das Volumen konstant immer 50 Milliliter ist. Und deswegen kann man berechnen, dass beim Äquivalenzpunkt die Konzentration an Natrium in der Vorlage 0,5 Mol pro Liter ist. Das heißt, es steigt hier von 0 an bis zum Wert 0,5 Mol pro Liter am Äquivalenzpunkt und die Gerade, die läuft gerade so, läuft hier so durch und man kann die natürlich auch, könnte die auch beliebig verlängern. Also nach dem Umschlagpunkt nimmt die Natriumkonzentration immer weiter zu, immer linear. Das ist also das Natrium. Man erkennt hier auch eindeutig, dass am Äquivalenzpunkt eine reine Natriumchloridlösung vorliegt. Da schneiden sich nämlich die beiden Konzentrationsverläufe gerade.
Und die an H3O Plus ist hier gerade noch ist 0 Mol pro Liter und wir haben hier eine reine NaCl-Lösung und zwar eine 0,5 molare NaCl-Lösung gerade im Umschlagpunkt. Ab dieser Stelle beginnt jetzt die Hydroxid-Ionen-Konzentration zu steigen. Vorher hat das zugegebene Hydroxid ja mit dem H3O Plus abreagiert. Das hat dazu geführt, dass die H3O Plus-Konzentration abnimmt. Und von dem zugetropften OH- bis zum Umschlagpunkt bleibt nichts erhalten, weil es eben vollständig mit dem H3O Plus abreagiert. Erst ab dem Umschlagpunkt bleibt das OH-, was ich zuträufle, auch wirklich bestehen, weil ja dann kein H3O Plus mehr vorhanden ist. Und deswegen steigt ab hier dann eben die Konzentration an H3O Plus. Und zwar in dem gleichen Maße, wie die von Na Plus gestiegen ist, steigt eben hier auch die H3O Plus Konzentration an. Und wir können also als Verlauf hier eindeutig aufschreiben, dass hier wir eine Parallele haben, parallel zum Natrium, verläuft eben die OH-Konzentration. Nur beginnt sie halt eben zu steigen ab dem Äquivalenzpunkt. Davor ist die OH-Konzentration quasi null. Also solche Autoprotolysen und so etwas, das können wir natürlich vernachlässigen bei dieser Überlegung. Und so sieht eben der entsprechende Verlauf für Hydroxidionen aus. Ein häufiges Gerücht bei der konduktometrischen Titration besagt, dass eben die Ionenkonzentration bis zum Äquivalenzpunkt abnimmt und dass deshalb die Leitfähigkeit abnimmt. Aber hier sieht man, dass es mitnichten der Fall ist. Das stimmt also nicht. Zwar nimmt die H3O Plus Konzentration ab, aber im gleichen Maße, wie die H3O Plus Konzentration abnimmt, nimmt ja auch die Na Plus Konzentration zu. Und deswegen bleibt die Konzentration aller Ionen insgesamt konstant bis zum Äquivalenzpunkt. Nach dem Äquivalenzpunkt gebe ich ja weiter Natronlauge dazu. Ab da bleiben die zugetropften Ionen auch vollständig bestehen. Und ab dem Äquivalenzpunkt nimmt also die Gesamtionenkonzentration eindeutig zu. Während vor dem Äquivalenzpunkt in unserem Fall eben die Gesamtionenkonzentration konstant bleibt. Das, was ich an Na Plus hier gewinne an Konzentration, nimmt eben an H3O Plus gerade ab. Wie kommen wir jetzt von diesen Konzentrationsverläufen zu den Leitfähigkeitsverlaufen? Das ist jetzt im nächsten Abschnitt beschrieben und ich würde vorschlagen, dass Sie sich einfach den Rest dieser ersten Seite selber mal erstmal durchlesen, bevor wir das gemeinsam besprechen. Also gerade jetzt auf Pause drücken und das selber nachvollziehen. In Abbildung 1.1 ist ein recht ähnliches Diagramm zu dem Diagramm oben aufgeführt. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Schauen wir uns mal das vielleicht gerade mal an. Also schon vorher haben wir gesagt, dass die Chloridkonzentration konstant bleibt. Wir sind von 0,5 Mol pro Liter ausgegangen während der gesamten Titration. Auch hier sehen Sie, ist die Chloridkonzentration konstant und deswegen ist auch die Leitfähigkeit vom Chlorid konstant. Die verändert sich nicht während der Titration. Hier wurde nämlich die Leitfähigkeit aufgetragen und nicht die Konzentration. Das ist der einzige Unterschied. Und jede Ionensorte hat eine eigene spezielle Leitfähigkeit. Die sind nicht identisch. Und das Chloridion hat eine relativ niedrige Leitfähigkeit. Hier sind die angegeben. Die Grenzleitfähigkeiten bei unendlicher Verdünnung in Siemens mal Quadratzentimeter geteilt durch Mol. Und da Chlorid selber eine relativ niedrige Leitfähigkeit besitzt als Ionenart, ist die Leitfähigkeit hier auch relativ niedrig, aber die bleibt konstant. Das ist das Entscheidende, weil auch die Konzentration konstant bleibt. Die Leitfähigkeit von H3O+, die ist sehr, sehr hoch. Das liegt an dem Grotthus-Mechanismus, dass H3O-Plus-Ionen und OH-Ionen eine sehr, sehr hohe Leitfähigkeit besitzen, weil hier einfach nur Elektronenpaare umklappen müssen letzten Endes und über diese Wasserstoffbrückenbindungen sozusagen der Ionentransport funktioniert. Auf jeden Fall hat H3O-Plus eine sehr hohe Leitfähigkeit zu Beginn. Die nimmt aber natürlich rapide ab, weil die Konzentration an H3O Plus abnimmt. Und die erreicht hier bei dem Äquivalenzpunkt bei 5 Milliliter gerade 0.
Gleichzeitig nimmt natürlich die Natriumkonzentration zu, aber Natrium ist auch eins dieser Ionen mit einer recht geringen Leitfähigkeit. Und deswegen sehen Sie es hier, der Verlauf beim Natriumion auch relativ flach. Und wo wir vorher bei den Konzentrationsverläufen das schön symmetrisch hatten, durch diese Eigenleitfähigkeit, die sich bei jeder Ionensorte unterscheidet, eben kommen wir zu diesem Verlauf. So, letzten Endes werden die besonders leitfähigen H3O-Plus-Ionen ersetzt durch die weniger leitfähigen Natrium-Ionen. Für jedes H3O-Plus, was aus der Lösung verschwindet, entsteht zwar in der Lösung ein Natrium-Ion oder wird ein Natrium-Ion zugegeben, aber das ist halt von der Leitfähigkeit nicht vergleichbar. Die Leitfähigkeit von Natrium ist deutlich niedriger als die vom H3O+. Mit der Konsequenz, dass die Gesamtleitfähigkeit eben ganz stark abnimmt. Obwohl die Ionenkonzentration, die Gesamtionenkonzentration konstant bleibt bis zum Umschlagpunkt, nimmt eben die Gesamtleitfähigkeit ab, weil eben das besonders leitfähige H3O+ ersetzt wird zunehmend durch das weniger leitfähige Natrium. Wir können also für diesen absteigenden Ast gerade aufschreiben. Ich habe hier den mit 1 markiert. Bis zum Äquivalenzpunkt wird das besonders leitfähige H3O+ durch das weniger leitfähige Na+ ersetzt. Folgepfeil, Gesamtleitfähigkeit Kappa nimmt ab. Nach dem Umschlagpunkt bleiben natürlich alle Ionen erhalten, da findet ja keine Reaktion mehr statt. Allerdings geben wir eine relativ konzentrierte Maßlösung weiterhin dazu. Und insbesondere das Hydroxidion ist wegen dem Grotthus-Mechanismus auch wieder hat eine besonders hohe Leitfähigkeit. Zwar nicht ganz vergleichbar mit dem H3O+, aber doch eine relativ hohe Leitfähigkeit, wenn man es vergleicht mit den anderen Ionensorten. Deswegen nimmt nach dem Äquivalenzpunkt also die Leitfähigkeit relativ stark zu, weil eben alle Ionen erhalten bleiben und darunter ist eben auch eins mit einer besonders hohen Leitfähigkeit. Dass die Zunahme nicht ganz so stark ist wie bei der wie die Abnahme vorher, liegt schlicht und ergreifend daran, dass eben das OH- nicht ganz so extrem leitfähig ist wie das H3O+. Deswegen ist das hier etwas niedriger, der Anstieg, als hier vorher der Abfall war. Wir können also hier für diesen zweiten Ast bei 2 aufschreiben. Nach dem Äquivalenzpunkt bleiben zugetropfte Ionen erhalten. Folgepfeil, K nimmt stark zu, also Kappa nimmt stark zu. Bleibt nur noch kurz zu erwähnen, dass in der Realität diese Verläufe nicht ganz so scharf sind. Warum das so ist, ist ja hier auch im Text erklärt. Also einmal bleibt eben das Volumen der Vorlage nicht konstant. Wir sind immer von 50 Milliliter bei unserer Beispielaufgabe ausgegangen, aber dadurch, dass man Maßlösung dazu gibt, nimmt natürlich das Volumen auch zu der Vorlage und deswegen kommt es da eben zu einem Verdünnungseffekt und der führt halt dazu, dass hier aus diesen geraden Verläufen leicht gekrümmte Verläufe entstehen in der Praxis. Weiterhin ist es so, dass wir hier zum Beispiel mit Grenzleitfähigkeiten gerechnet haben und davon ausgegangen sind, dass sie während dieser gesamten Titration diese Werte hier konstant sind für jede Ionensorte. Aber das ist eben bei weitem nicht so. Sie wissen ja, dass eben die Leitfähigkeit ganz stark von der Konzentration abhängt. Und wir haben hier eben vereinfachend angenommen, dass diese Werte konstant sind. Das ist in der Realität, da das aber in der Realität nicht der Fall ist, kommt hier eben auch kein so exakter Knick zustande, sondern das Ganze rundet sich ein bisschen ab. Aber von der Tendenz ist es eben schon ein solcher Verlauf, bloß ist es eben hier diese Umschlagpunkte nicht so scharf als Knick meistens zu erkennen, sondern eben etwas leicht abgerundet. Das ist also der typische Verlauf einer konduktometrischen Titration, einer starken Säure mit einer starken Base, dieses V.
Im nächsten Abschnitt sollen Sie mal bitte selber durchlesen, wie dieser Verlauf aussieht, wenn man eine schwache Säure titriert mit einer Lauge. Lesen Sie sich also bitte diesen gesamten Abschnitt 2 erstmal alleine durch und drücken Sie jetzt auf Pause. So, man sieht also schon, dass die Leitfähigkeit der schwachen Säure zu Beginn natürlich sehr niedrig ist, weil die nur zum geringen Anteil dissoziiert vorliegt, zu einem ganz geringen Anteil sogar bei einer schwachen Säure. Das bisschen, was an H3O plus von Natur aus drin ist, in einer schwachen Säurelösung, das wird auch hier zu Beginn eben erstmal neutralisiert. Deswegen kommt es auch hier ganz zu Beginn zu einer leichten Abnahme der Leitfähigkeit, um eben diese H3O plus abreagieren zu lassen. Ich habe geschrieben, bei diesem ersten Teil, bis hier ungefähr, die geringe vorhandene Konzentration H3O plus reagiert ab. So, im zweiten Abschnitt, der beginnt hier und endet beim Äquivalenzpunkt bei 10 Milliliter, im zweiten Abschnitt wird undissoziierte schwache Säure mit Natronlauge umgesetzt. Deswegen, anders als bei der starken Säure, kommt es hier nicht zu einer Abnahme, sondern es kann hier sogar zu einer leichten Zunahme kommen, oder der Verlauf ist eher waagerecht. Und zwar deswegen, weil undissoziierte HA-Moleküle, die für sich ja nicht leitfähig sind, eben mit NaOH, die man zuträufelt, umgesetzt werden. Und dabei entstehen ja erst Ionen. Und deswegen nimmt die Leitfähigkeit häufig ganz leicht zu. Wie stark die Zunahme ist, hängt von der individuellen Leitfähigkeit von Na+ und dem Säurerestion A- ab. Wenn die schwache Säure ein bisschen größer war, ein organisches Molekül, was nicht so klein ist, dann ist dieses A- nur relativ wenig Leitfähigkeit, weil es eben so ein großes Molekülion ist und sich nicht leicht beweglich ist. Und entsprechend nimmt die Leitfähigkeit nicht so extrem stark zu. Aber auf jeden Fall in diesem zweiten Abschnitt, da entstehen erst Ionen durch das Zutropfen, weil eben das undissoziierte HA eben abreagiert mit dem zugetropften NaOH. Das habe ich also hier noch hingeschrieben, undissoziiert. Gut, im dritten Teil ist es natürlich so, dass wir wieder eine starke Zunahme haben ab dem Äquivalenzpunkt an der Leitfähigkeit, weil die Ionen erhalten bleiben, auch hier natürlich. Man kann also aufschreiben, bei drittens, ab dem RP, also ab dem Äquivalenzpunkt, bleiben die Ionen bestehen. Bleiben zugetropfte Ionen bestehen.